Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz. So, ich hatte euch schon einige Sachen gezeigt im letzten Video, im vorletzten Video. Und diesmal möchte ich euch etwas relativ Einfaches und Kurzes zeigen, nämlich wie man die Farbe verändert und wie man die Breite verändert. In Farbe habe ich euch hier zwei Befehle gezeigt und bei dem einen Befehl, da bekommen wir dann auch noch eine Methode mit dazu. Und hier sind eigentlich gar keine Befehle, das ist falsch. Es sind Variablen innerhalb eines Objektes. So, und das seht ihr daran, dass hinten die Klammer auf, Klammer zu fehlt. Und ich habe auch kein Semikolon ans Ende gesetzt, weil da hinten noch etwas kommt. Das sind tatsächlich Variablen, denen ein Wert zugewiesen wird. Und die ersten beiden sind für die Farbe zuständig und der dritte ist für die Breite der Linie zuständig. Stroke Style, das ist die Farbe für die Linie. So, und das zeige ich euch jetzt erstmal ganz schnell. So, wir gehen in unser Programm hinein und zwar dort, wo wir die Linie gezeichnet haben. Ich mache mir mal so ein bisschen Platz, damit man das besser sieht. Und ich sage Red und dann Line Width. So, keine Klammern, sondern ich weise einen Wert zu. Und der Wert, der soll jetzt 5 sein. Das heißt, 5 Pixel breit soll die Linie sein. Und hier seht ihr eigentlich schon das Ergebnis. Das hatte ich eben schon mal ausprobiert oder nochmal überprüft, dass das alles so funktioniert, wie ich euch das zeigen möchte. Und jetzt seht ihr, es ist eine wesentlich breitere Linie. Ich kann das wieder auf 1 zurücksetzen. Das ist der normale Wert und speichere das Ganze ab. So, und ihr seht, das ist wieder ganz dünn. Ich kann das auch auf 15 setzen. So, dann kriegen wir wirklich eine ganz, ganz dicke Linie. So, also das könnt ihr machen, wie ihr wollt. So, ich möchte jetzt aber hier sowas Gemäßigtes haben, sagen wir mal eine Linie mit 3. So, das ist das Erste, was ich mache. Dann möchte ich den Zeichen, oder wie gezeichnet wird, das möchte ich jetzt mit einer anderen Farbe versehen. Und da gibt es eben Stroke Style. Das ist für die Linie zuständig, für die Umrisslinie. Und da kann ich jetzt zum Beispiel ganz normal eine CSS-Farbe angeben, zum Beispiel ein Blue. Und wenn ich das Ganze lade und dann mir anzeigen lasse, dann ist das Blau. Und da kann ich auch noch alle möglichen anderen Farben nehmen, wie zum Beispiel Dark Orange. Ich glaube, Dark Orange ist auch eine Farbe, bin mir jetzt gar nicht so sicher. Mir fällt gerade keine andere ein, dummerweise. So, ja. Genau, das ist so ein schönes, sattes Orange. Und dann kann ich alle weiteren Farben auch nehmen. Das wäre die eine Möglichkeit, um eine Farbe zuzuweisen. Ich kann ganz normal eine sechsstellige oder eine dreistellige oder auch eine neunstellige Hexadezimalzahl nehmen. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte, was weiß ich, hier den Rotwert möchte ich relativ deutlich haben. Den Grünwert gar nicht und den Blauwert, den möchte ich ganz stark haben. Auch das setze ich hier in einfache Anführungsstriche oder in doppelte Anführungsstriche rein. Ich muss bloß hinten und vorne die gleichen Anführungsstriche verwenden. So, und dann macht er mir das auch. So, jetzt habe ich so dieses Lila hier. Das wäre eine Möglichkeit. Und dann gäbe es noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel, dass ich das Ganze mit, jetzt mal gucken hier, wo ich meine Beispiele habe. Ja, also man kann das Ganze auch noch mit JPG-Sachen angeben und
Ach, ich finde die jetzt gerade nicht. Das ist ja ärgerlich. Na gut, aber das ist sowieso also eine etwas kompliziertere Sache, weil man da so viele verschiedene Sachen angeben kann. Und da kann man wirklich also auch tolle Sachen mitmachen. Und da muss man sich ein bisschen Zeit für nehmen, um diese ganzen Farbberechnungen zu erklären. Gut, das war es jetzt erstmal für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr wisst jetzt so ein bisschen mehr, wie man mit der Canvas umgehen kann. Beim nächsten Mal zeige ich euch, wie man Text auf den Bildschirm bringt. Das ist auch eine relativ simple Sache. So, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann drückt mal bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.